Also jetzt geht mein Counter gerade recht gut hoch. Wo ich schaffe und Obi-Wan die ganze Zeit das Säurebad sich gönnt. Hallihallo, hier ist wieder Tommy und wir spielen weiter mit Star Wars The Clone Wars Republic Heroes. Ein Planet in Gefahr. Während sie der Bedrohung ihrer Heimat Naboo nachgeht, entdeckt Senatorin Amidala eine versteckte Basis der Separatisten und verschwindet kurz darauf. Der Rat der Jedi ist sich sicher, dass dies Teil desselben Komplotts ist, das sie schon im Outer Rim untersuchen. Alles dreht sich um eine neue Schwerkraftwaffe, die stark genug ist, einen Stern kollabieren zu lassen. Die Zeit ist knapp. Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi reisen zum Planeten Bepur, um einen Großangriff auf die Einrichtung zu starten und die zerstörerische Waffe auszuschalten, bevor sie auf die ahnungslose Galaxis losgelassen wird. Oha. Sobald ihr in der Basis seid, müsst ihr die Schildbarriere deaktivieren. Unsere Truppen dürfen nicht draußen bleiben. Verstanden, Meister Windu. Deaktivierung des Schilds ist die primäre Mission. Wir haben mehr als genug Leute dafür. Sir, wir sind bereit, den Ablenkungsangriff zu beginnen. Zeig's ihnen, Rex. Das kann ich am besten, General. Möge die Macht mit uns allen sein. Wir müssen eine Menge Lärm machen. Generäle Kenobi und Skywalker haben nur eine Chance, unentdeckt durchzukommen. Oh, schon gut. Krach machen ist meine Spezialität. Wecken wir ein paar Blechbüchsen auf. Oh, nice. Ist mit Rex und Cody. Das Dream Team vereint. Kann man da drauf schießen auf diese Container? Die gehen doch hoch, oder? Oh, oh. Okay, warte mal. Gucken wir da auch nochmal rein. Das war ja auch fies versteckt. Da ist nichts drin. Das war ja richtig fies, verstehe ich. Ich habe richtig Glück gehabt gerade. Machen wir ein bisschen Lärm. Feind entdeckt. Feind entdeckt. Okay, das ist nur bei manchen irgendwie, ist da was drin anscheinend. Ob sie uns wohl schon bemerkt haben? Ich weiß nicht. Wir sollten einfach weiter Sachen in die Luft sprengen, um sicher zu gehen. Da bin ich doch dabei. Sachen in die Luft sprengen, da sehe ich mich. Der Planet sieht super cool aus. Das ist eine flüchtige Säure. Wahrscheinlich vom Kern des Planeten. Kein Wunder, dass es den Separatisten hier gefällt. Das sieht aber auch geil aus, muss ich sagen. So ein Säureplanet oder so. Oder halt irgendwie so ein Planet, wo Säureflüsse in irgendeiner Form aus dem Inneren kommen. Sieht cool aus, hört sich cool an. Das Spiel beginnt. Okay, was müssen wir machen? Das Ding kaputt machen? Da oben wird mir das angezeigt. Wie komme ich denn hier hoch, ist die Frage. Hey. Da ist ja ein Artefakt erschienen. Das holen wir uns doch mal ganz kurz. Da drunter kann man komischerweise nicht. Das ist ein bisschen merkwürdig gestaltet hier. Ich muss doch irgendwie da hochkommen. Okay, gucken wir mal da ganz kurz nach hier unten erstmal. Da ist doch vielleicht auch noch was. Nee. Gegen die Säule schießen? Ja, gegen die Säule schießen, okay. Ich glaube, das hat ihre Aufmerksamkeit geweckt. Nein, jetzt bin ich wieder hier hinten. Ach, jetzt bin ich sogar runtergefallen in die Säure. Ach, Mensch. So, da brauche ich anscheinend auch gar nicht springen, ne? Perfekt. Wir haben Gesellschaft. Mann, die ADR, sind die aber ganz schön stark dargestellt. Roger. Schrott. Der Traum eines jeden Javas. Sie noch mal was versteckt? Nein, okay, dann gehen wir auch wieder weiter. Der Planet gefällt mir richtig gut. Der sieht richtig, richtig cool aus. Also von der Optik auch wieder richtig schön abwechslungsreich. Nice gemacht. Gefällt mir, muss ich sagen. Okay, wieder gegen die Tank schießen. Waren die Blechbüchsen hier beschäftigt. Sehen wir uns diese Brennstoffzellen mal genauer an. Brennstoffzellen? Oh, ich bin down gegangen. Den Geruch von schmorendem Altmetall. Geiler Spruch. Okay. Die Basis haben wir hier gut zerlegt. General, ich denke, wir haben Ihre Aufmerksamkeit. Verstanden, Commander. Macht weiter Druck.
Ja, das war's schon. Cool. Ah, das ist schon interessant hier, das ist schon interessant. Der hat mir gut gefallen, der Planet Bepur. Kennt ihr den in irgendeiner Form, sonst aus irgendeinem anderen Medium? Gab's den schon mal vorher? Mir wäre er sonst unbekannt. Ich kenne ihn jetzt nur hierher tatsächlich, aber gefällt mir sehr gut. Anakin, ich spüre, du bist abgelenkt. Du musst dich auf die Mission konzentrieren. Mir geht es gut, Obi-Wan. Es stehen viele Leben auf dem Spiel. Aber keine Sorge, ihr könnt euch auf mich verlassen. Gut, schalten wir jetzt den Schild aus. Alles klar, der gute Annie ist wohl abgelenkt, weil er an die gute Padme denkt, ne? Ihr Leben steht natürlich auch auf dem Spiel. Sieht nicht sehr einladend aus. Der ganze Planet ist nicht sonderlich einladend. Kommen die nochmal hoch? Ja, okay. Aber wie gesagt, der Planet hier, der gefällt mir. Der gefällt mir echt gut. Seid vorsichtig, Obi-Wan. Ein bisschen Power-Up. Der Weg ist tückisch. Danke, Anakin. Ich komme schon zurecht. Das werden wir ja sehen, wer hier häufiger runterfällt. Aber im Endeffekt werde es wahrscheinlich ich sein. So wie ich hier die letzten Male so ein bisschen performt habe, da bin ich auch schon häufiger mal irgendwie ein bisschen dumm runtergefallen und so. Und eben hatte ich auch schon so meine Schwierigkeiten. Wie komme ich denn... Ach, das war aber jetzt ein bisschen komisch. Wie komme ich denn da sonst hin? Kann ich hier irgendwie hoch? Nein. Wie komme ich da an das Power-Up? Aha. Okay, jetzt können wir abwarten und dann wieder rüber. Wie gefällt euch denn der Planet hier? Und was ist natürlich euer absoluter Lieblingsplanet von diesen ganzen coolen Planeten im Star Wars-Universum? Ich bin ja noch immer dabei Team Illum. Illum ist so irgendwie so mein Ding. Den mag ich... Ach komm schon. Den mag ich am meisten. Weiß auch nicht. Der hat es mir irgendwie angetan. Auf, diese ganzen Kristallhöhlen, die fand ich schon immer richtig, richtig cool. Ich werde vorsichtig also schreibt es gerne mal in die Kommentare, was denn euer absoluter Planet Nummer 1 ist. So. Bis jetzt springen wir hier durch wie ein junger Gott. Ihren Teil. Captain Rex versteht es wirklich, naja, Aufmerksamkeit so halbwegs. Auf sich zu ziehen. Okay, erstmal nach hier. Wir müssen den Generator hochjagen. Das denke ich auch, aber wie? Wie komme ich denn jetzt rüber? Ach, 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 okay. Jetzt haben wir den Schützen erwischt. Oder den Mechaniker, Druiden, was auch immer. Also den eigentlich den Kerl, der es hier angemacht hat. So ist richtig. So, das Artefakt war nicht sonderlich gut versteckt. Das haben wir. Ach so, nach rechts. Ach, ja. Blindfisch. Oh, hier sind aber... Huch. Wie mache ich denn das sonst? Wie? Mit einem Doppelsprung? Ah ja, mit einem Doppelsprung. Okay, ich wollte gerade sagen, hier sind es aber wirklich auch wirklich die harten Jump'n'Run-Einlagen, die man jetzt hier hat. Eindringling! Alarm! Eindringling! An die Stelle erinnere ich mich. Da habe ich damals lang gebraucht. Hier bis hinten durch, dann sollen wir rüberspringen. Mich da oben dran? Muss ich irgendwie... Ach, wieder nach rechts. Wieder nach rechts und dann... Ach, ja. Ihr habt doch keine Angst Perfekt. Vor dem alten Padawan, oder? Anakin, du solltest etwas mehr Respekt vor dem Alter haben. Gute Arbeit, Anakin. Machen wir weiter. Warum mussten es Jedi sein? Das ist alles Ups. Nicht wahr. Ja, die hängen ja mit dem Sprich noch hinterher. Ich bin viel zu schnell hier gerade. Na, Obi-Wan, willst du mir gar nicht helfen, oder was? Na gut, dann mache ich das hier auch noch. Da guckt er mir ganz aufmerksam zu, der Obi-Wan. Was kommt jetzt? Was erwartet uns? Ich könnte ein schönes Ölbad vertragen. Lichtschwertwurf! Und noch einmal Lichtschwertwurf. Wir werden angegriffen. Wie in alten Zeiten, Obi-Wan. Rein da in die gute Stube. Habe ich dich bereits verschrottet? Kommt schon, Meister. Manchmal denke ich, du genießt das Ganze etwas zu sehr. Ich sehe, mein Training tut dir gut. Seht mein Gott. Das an. Ein Ort, der geschaffen wurde, um Milliarden zu töten, hat nichts Beeindruckendes Nein. an sich, Anakin. Natürlich nicht, Meister. Oh Mann, das ist ja ein Labyrinth hier. Das ist ein Labyrinth von einer Jump'n'Run-Passage. Und hier könnte überall ein Power-Up liegen. Es ist so ein Artefakt liegen, meine ich, sorry. Nicht Power-Up. Wir müssen wieder springen, glaube ich. Okay. So, jetzt sind wir auf der Höhe ungefähr, oder? Oh, das war aber ganz schön knapp. Man sieht das manchmal perspektivisch einfach nicht gut. Und Obi-Wan geht jetzt... Also jetzt geht mein Counter gerade recht gut hoch. Wo ich schaffe und Obi-Wan die ganze Zeit
das Säurebad sich gönnt. Das gute Säurebad, gut für die Haut, sagt man immer wieder, ne? Kommando Posten, hier ist Kenobi. Ihr könnt jetzt vorrücken. Ich komme auch nicht durch. Anscheinend sind wir auf uns allein gestellt. Wie in alten Zeiten. Erledigen wir diesen Schild. Alles klar. Oh, 2 von 2 Artefakten gefunden. Nice, das ging ja richtig gut hier. Das ging richtig gut hier. Da ist ein Artefakt da hinten. General Kenobi, wir sind bereit zum Start. Irgendwas in der Basis muss unsere Kommunikation stören. Dann vertrauen wir auf unsere Ordensbrüder. Bereit, Padawan? Ja, Meister Windu. Wir treffen uns oben. Geil, wie die hier durch diese Säure-Dinger laufen. Wie hammermäßig cool das aussieht. Sie wissen, dass wir kommen, Meister. So scheint es. Kann ich die irgendwie... Kann ich da rüberspringen? Das geht doch bestimmt, oder? Ja. Da war ja auch ein Artefakt eben. Muss ich jetzt hier weiter oder muss ich auf die ATTs warten? Befreien wir diesen Ort von den Spinnendroiden, Padawan. Ich bin bei euch, Meister. Sehr gut. Endlich können wir mal mit der guten Ahsoka wieder spielen. Konnten wir die überhaupt schon mal spielen? Jetzt bin ich gerade... Oh, nein. Ah, die Kamera war so schnell. Ich dachte schon, ich fall runter. Aber alles gut. Okay, jetzt immer noch dieser olle Minenleger. Na, wo taucht er auf? Oder habe ich ihn? Nee, da ist er. Okay, wir helfen nochmal Meister Mace Windu da oben. So, jetzt geben sie Gas, okay. Die entern den. Oh, ich bin auch immer wo ganz anders. Dann kommt, von wo kommen wir denn darüber? Ich glaube, ich folge lieber mal Mace Windu. Der weiß, der kennt den Weg. Der ist einfach... Wie weit ist denn der gerade gesprungen? Schaffe ich das so? Ja, super. Oh, die Mission gefällt mir auch gut. Die gefällt mir richtig gut. Also bis jetzt alle hier auf diesem Planeten sind super. Und diesmal stelle ich mich auch nicht so an wie eben, ne? Na, was nun, Meister Mace Windu? Wo geht's hin? Ja, auch cool, wenn man hier in die Kanone könnte, ne? Anscheinend erstmal ein bisschen abwarten. Kann man schon die Kamera drehen? Nee, geht leider nicht. Die sind hier ja leider meistens fest. Ich gehe mal nach hier vorne. Ich glaube, das ist keine gute Position. Juhu! Das heißt, bloß nicht runtergeschossen werden hier, hä? Das wäre jetzt fatal. Auf geht's! Wir müssen diese Barriere überwinden. Ja, Meister Windu. Okay, ich soll nach rechts springen, oder was? Schafft man das? Ah ja. Also hier wird es wirklich anspruchsvoll mit diesen Sprungpassagen. Zack, zack, zack. Adroidika, runter mit ihm. Da müsste noch einer kommen anscheinend. Das Tor geht nicht zu. Nee, okay. Ah, hier kommen noch welche. Lichtschwertwurf! Nein, du sollst... Ganz ruhig. Okay, jetzt. Da war ich schon wieder ein bisschen zu eilig unterwegs. Ah. Okay, wir müssen aber noch ein Stückchen höher anscheinend. Oh, die fahren gleich ein. Oh, müssen wir den jetzt einholen? Ich komme. Perfekt. Der Feind ist überall. Ich hoffe, du bist bereit, Padawan. Ich bin bei euch, Meister. Ich hoffe, eines Tages so gut wie ihr zu sein, Meister Windu. Wir haben später noch Zeit für Lob. Ja, Meister Windu. Alles klar. So gut zu sein wie Mace Windu ist halt auch so eine Sache, ne? Der ist schon ein verdammt krasser Typ, muss man ja mal sagen. Okay, runter hier. Runter hier.
Und jetzt auch noch mit Timing. Einfach schnell durch. Hey, jetzt Windows ist runtergefallen. Vorbei, aha. Yes, I see. Ach, die Kamerafahrt, Mensch. Also so ganz blöd bin ich jetzt auch nicht. Ihr habt's ja verstanden. Ich hab's doch schon gesehen gehabt. So, Mace Windu, mach das. Ich mach hier das. Und Mace Windu hält sie mir vom Leib. Tschüss. So, und jetzt einfach rüber, oder was? Hey, was? Eine miese Nummer. Ich dachte, ich muss dazwischen landen und dann geht's weiter hoch. Wenn nicht Skywalker und Kenobi bald den Schild ausschalten, hat dieser Angriff keine Chance. Keine Sorge, Meister Windu. Wenn jemand den Schild schafft, dann sie. Krass, wie die alle hochgekommen sind, Mann. Nice. Bepur. Und wir haben wahrscheinlich ein Artefakt verlassen. Ah, wir haben es geschafft sogar. Sehr schön. Ich dachte, wir hätten eins vergessen. Gut, damit war es tatsächlich auch schon wieder mit dieser Folge von Star Wars. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Es spitzt sich langsam zu. Und bis dann. Ciao, ciao.